Flux FM in digitaler Gesellschaft. Justizminister Heiko Maas hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Bekämpfung von Fake News und Hate Speech vorgestellt. Die Betreiber von Social Media Plattformen wie Facebook oder YouTube sollen künftig offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen. Das klingt erstmal gut, jedoch wird der Vorschlag auch heftig kritisiert, unter anderem vom Verein Digitale Gesellschaft, der die Meinungsfreiheit im Netz dadurch gefährdet sieht. Alexander Sander ist jetzt bei uns bei Flux FM vom Verein Digitale Gesellschaft und er wird euch erklären, wo das Problem liegt. Grüß dich, Alexander. Die Begriffe Fake News und Hate Speech haben wir ja in letzter Zeit häufig gehört. Wir beide haben auch im vergangenen Jahr schon mal ausführlich darüber geplaudert. Hast du noch mal kurz eine Erklärung für uns? Was genau bedeutet das und wo liegt konkret das Problem? Ja, also Hate Speech ist sowas wie Beleidigung. Sowas hat man relativ oft auf sozialen Netzwerken. Und Fake News, da wird es schon etwas deutlich komplizierter, weil das sind ja erstmal also falsche Nachrichten, die jetzt eben nicht auf Fakten basieren. Das kann aber eben zum Beispiel auch sowas sein, was die Titanic veröffentlicht, also Satire-Nachrichten. Das können einfach schlecht recherchierte Nachrichten sein. Und das kann natürlich aber auch sowas wie Propaganda sein. Oder aber auch einfach ein Aprilscherz. Also das Fake News geht relativ weit und es ist natürlich dann auch immer fraglich, wer halt jetzt eigentlich diese Fake News und warum veröffentlicht. Es gab auch so Fälle, wo dann in Mazedonien zum Beispiel Leute saßen, die dann einfach reihenweise so Fake News produziert haben, um Leute auf ihre Seite zu locken, um damit dann über Werbung Geld zu verdienen. Also es gibt die unterschiedlichsten Fake News mit den unterschiedlichsten Motivationen, die da veröffentlicht werden. Und wenn man jetzt gegen solche Fake News vorgeht, dann muss man natürlich mal aufpassen, dass man dann eben zum Beispiel sowas wie die Titanic damit nicht verbietet oder eben Satire oder ähnliches. Und das ist eben auch genau das Problem, was wir schon immer kritisiert haben, dass eben, wenn man sowas regulieren will wie Fake News, dass man da eben immer auch die Meinungsfreiheit zumindest gefährdet. Und jetzt geht es an die Regulierung. Gestern hat Bundesjustizminister Maas einen Gesetzesvorschlag präsentiert, der Fake News und Hate Speech bekämpfen soll. Der Minister beruft sich dabei auf eine Studie, aus der hervorgeht, dass viele rechtswidrige Inhalte nicht gelöscht werden. Stimmt das so? Also die Studie, die da erstellt wurde, hat eben untersucht, wann und wie jetzt diese Nachrichten gelöscht werden und hat herausgefunden, dass wenn Nutzer und Nutzerinnen auf sozialen Netzwerken diese Nachrichten löschen, dass die dann eher nicht gelöscht werden. Wenn dann aber nochmal ein Kontakt per E-Mail zum Beispiel folgt, also dass man dann zum Beispiel Facebook nochmal eine E-Mail schreibt und sagt, also folgender Inhalt ist jetzt zum Beispiel Hate Speech oder ist eine Beleidigung oder das sind eben klar Propagandanachrichten, dann sind auf einmal die Löschquoten sehr, sehr hoch. Also 100% zum Beispiel bei YouTube und bei Facebook auch 93%. Also im Großen und Ganzen lässt sich feststellen, wenn Nutzerinnen und Nutzer melden Inhalte, dann reagieren soziale Netzwerke eher nicht. Wenn dann aber eben nochmal eine weitere Kontaktaufnahme über andere Wege erfolgt, dann löschen sie sehr wohl. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ob es jetzt erstmal grundsätzlich ein Problem gibt, weil dass Nutzerinnen und Nutzer Nachrichten markieren können oder flaggen können, das ist ja relativ einfach. Da braucht man das einen Klick und dann kann man natürlich auch relativ zügig eben auch unwillkommene Meinung einfach mal als Beleidigung abtun oder als Fake News. Also das funktioniert ja dann einfach auch in die andere Richtung, dass man dann einfach jedem, der einem nicht passt oder der einem nicht gefällt, den meldet man mal und das sagt ja einfach auch überhaupt gar nichts darüber aus, ob das jetzt tatsächlich ein rechtswidriger Inhalt ist oder eben nicht. Und das muss ja dann am Ende des Tages auch überprüft werden und da liegen natürlich auch die Probleme, wer überprüft, was rechtswidrig ist und was nicht. Und das sollte in einem Rechtsstaat eben ein Gericht tun und auf keinen Fall das soziale Netzwerk. Laut diesem Gesetzesvorschlag sollen jetzt künftig innerhalb von 24 Stunden Beiträge, die offensichtlich rechtswidrig sind, gelöscht werden. Zunächst einmal, welche Netzwerke betrifft dieses Gesetz dann genau? Also alle sozialen Netzwerke, die mehr als 2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland haben. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird das als allererstes mal überhaupt gemessen? Also wie untersucht man denn jetzt, ob jemand aus Deutschland kommt oder nicht auf einem sozialen Netzwerk wie Twitter? Da haben wir jetzt auch keine technische Lösung, wie man sowas machen kann, weil die Leute sich jetzt nicht ausweisen, wenn sie da eben so ein Twitter-Konto erstellen. Der Weg, den man da jetzt wo gehen will, ist, dass über die IP-Adresse, wo die Anmeldung erfolgt ist. Also das bedeutet, wenn ich in den Urlaub gehe und mir dort ein Twitter-Konto anmelde, dann gelte ich eben nicht mehr als deutscher Nutzer oder deutsche Nutzerin. Und ist natürlich auch klar, dass wenn wir jetzt
beispielsweise ein Startup, was auf den Markt kommt, vom Markt drängen will, dann meldet man da einfach mal 200 Fake-Accounts an, die alle mit einer deutschen IP angemeldet werden und dann fallen die eben unter diese Regulierung. Also auch von daher, und auch die 2 Millionen ist halt völlig willkürlich, also gibt es überhaupt keine sinnvolle Begründung dafür, warum das jetzt also 2 Millionen sein müssen und nicht 1 oder 3 oder 10. Und aber grundsätzlich eben alle sozialen Netzwerke mit 2 Millionen deutschen Nutzerinnen und Nutzer, wie gesagt, und auch schon da merken wir, dass das Gesetz große Probleme hat, weil wie will man das eigentlich schon mal messen. Ja, und wie soll diese Löschung jetzt eigentlich genau vonstatten gehen? Genau. Also du hast ja schon gesagt, diese offensichtlich rechtswidrigen Inhalte, da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist denn offensichtlich rechtswidrig? Wo und wie wird das festgestellt? Und das sollen jetzt eben diese sozialen Netzwerke künftig entscheiden und das ist eben eine Form von privatisierter Rechtsdurchsetzung, wodurch eben unserer Meinung nach auch die Meinungsfreiheit gefährdet wird, weil, also nehmen wir mal das Beispiel Facebook, amerikanisches Unternehmen, die haben ja auch ein ganz anderes Verständnis von Meinungsfreiheit als wir in Deutschland, also haben ganz andere Regeln zur Meinungsfreiheit und die kommen jetzt eben auf den deutschen Markt, haben jetzt vielleicht auch nicht so richtig eine Ahnung davon und überhaupt, es sind auch einfach schlichtweg keine Gerichte. Ja, und wenn man sich eben auch Gerichtsentscheidungen, gerade eben sowas wie Beleidigungen, Beschimpfungen, Volksverhetzungen eben da Urteile anguckt, dann mag es eben oft den Eindruck geben, dass hier eben sowas vorliegt, aber Gerichte dann eben ganz anders entscheiden, weil sie dann eben die Sache durchaus anders beurteilen und die Gefahr, die wir dadurch eben sehen, ist dann, dass soziale Netzwerke einfach aus einer gewissen Angst heraus sagen, okay, es steht in dem Gesetz, wir müssen offensichtlich rechtswidrige Inhalte löschen, dann machen wir das auch einfach lieber, egal ob es jetzt rechtswidrig oder nicht ist, denn es drohen eben empfindliche Strafen, die in die Millionensummen gehen und es gibt aber zum Beispiel eben keine Strafen, wenn man jetzt legale Inhalte löscht. Das bedeutet, die Strafen gibt es nur, wenn man eben diese vermeintlich offensichtlich rechtswidrigen Inhalte löscht. Deswegen wird es eben grundsätzlich dazu führen, dass bisschen großzügiger gelöscht wird und lieber mal löschen als Sachen stehen lassen aus Angst eben vor Strafen. Und das ist eben das Problem. Also Facebook bekommt jetzt die Nachricht, das ist ein rechtswidriger Inhalt und da müssen die innerhalb von 24 Stunden intern mit ihren Hausjuristen kurz grübeln, ist das jetzt offensichtlich rechtswidrig oder nicht und dann eben entsprechend löschen. Und eine entsprechende Frage, die sich dann natürlich auch stellt, ist, werden die Inhalte dann nur für Deutschland gelöscht oder eben auch zum Beispiel für amerikanische Nutzerinnen und Nutzer, wo es eben nicht gegen die Meinungsfreiheit möglicherweise verstößt, was da veröffentlicht ist. Also das ist ja alles skalierbar sozusagen und eben auch die Frage, will nicht damit eben auch die Meinungsfreiheit mit so einem Gesetz in anderen Ländern dann auch noch gefährden? Ja, also da seid ihr ganz klar gegen den Vorstoß von Herrn Maas, obwohl man erst denken könnte, ach, na, endlich tut sich jetzt mal was, da wird was verändert, es soll vorangehen. Aber was ist eurer Meinung nach dann das richtige Vorgehen? Wie sollte Herr Maas das anders stricken? Ja, so er hört uns jetzt sicher zu und dann kann er das gleich mit notieren. Genau, also es ist schon wichtig, dass natürlich tatsächlich und nicht offensichtlich, sondern tatsächlich rechtswidrige Inhalte auch gelöscht werden. Das ist elementar und hierfür braucht es dann natürlich auch eine entsprechende Rechtsdurchsetzung. Also es braucht auf jeden Fall zum Beispiel, das ist in dem Gesetz grundsätzlich auch schon mal vorgesehen, so eine Kontaktstelle, also eine Stelle, wo man hingehen kann in Deutschland und sagen kann, als Ermittlungsbehörde oder eben als Gericht, das ist ein rechtswidriger Inhalt und der muss jetzt entfernt werden und dann kann eben tatsächlich auch so eine Frist von 24 Stunden greifen, dass man eben sagt, es wurde gerichtlich festgestellt, hier ist ein rechtswidriger Inhalt und jetzt habt ihr 24 Stunden Zeit, diesen Inhalt zu löschen und dafür brauchen wir eine direkte Ansprechstelle, wo wir hingehen können, damit wir jetzt nicht an info@facebook.com schreiben müssen, sondern also an Herrn, Frau irgendwas und dass man sich eben konkret an jemanden wenden kann und wo man dann eben auch konkret hingehen kann, wenn das nicht passiert und dort eben dann entsprechende Strafen auch hinterher setzen kann. Aber die Entscheidung darüber, was rechtswidrig ist und was nicht, die muss eben vom Gericht kommen und darf nicht von irgendwelchen Unternehmen kommen oder von irgendjemand anders. Das widerspricht rechtsstaatlichen Prinzipien und gefährdet eben die Grundrechte. Okay, wie ist jetzt die Vorstellung, wie das weitergeht nach diesem Vorstoß jetzt von Herrn Maas? Also jetzt werden sich natürlich der Bundestag damit auseinandersetzen. Das große Problem ist, dass dieser Vorschlag von allen Parteien, also auch der Opposition, im Großen und Ganzen erstmal gut geheißen wird. Also alle schlagen halt ein paar marginale Änderungen vor. Allerdings gibt es eben auch Stimmen, die eben diese Gefahr sehen, dass hier eben, also vor allen Dingen alle Leute, die nicht im Parlament sitzen oder nicht in der Regierung beteiligt sind, kritisieren diesen Vorschlag heftig, weil er eben auch an vielen Stellen völlig willkürlich ist. Also eine Beschimpfung der Nationalhymne ist zum Beispiel eben dann
wäre so eine Rechteverletzung, Beschimpfung der Bundeskanzlerin aber nicht. Also auch der Strafkatalog überhaupt, was jetzt entfernt werden soll oder nicht, ist schon mal völlig unklar und willkürlich zusammengestellt. Und eben auch, wie gesagt, diese Gefährdung der Meinungsfreiheit wird von allen Seiten eigentlich kritisiert. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass dann halt im Bundestag entsprechende Änderungen an dem Gesetz noch gemacht werden. Allerdings, wie gesagt, die Wahl kommt. Und wenn man sich eben auch die Hearings zu Fake News und Social Bots, die jetzt kürzlich im Bundestag stattgefunden haben, und die Positionierung von vielen Abgeordneten und Parteien eben anschaut, dann wird es auf jeden Fall ein schwieriger Kampf, den wir hier zu führen haben, wenn offensichtlich haben viele Angst, dass hier eben in Anführungsstrichen amerikanische Verhältnisse drohen. Also die Eindrücke aus den vergangenen Wahlen in den USA sind noch sehr frisch hier, und man hat eben Angst, dass so Fake News dann in irgendeiner Art und Weise diese Wahlen beeinflussen. Und deswegen will man jetzt mit diesem Gesetz da so voranschreiten, einen gewissen Aktionismus zeigen. Aber wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, die tatsächlichen Löschquoten, die dann eben bei 100% liegen, dann fragt man sich schon, wo der Minister halt am Ende des Tages hin will. 120%, also mehr löschen als eigentlich eben, wie gesagt, dann nötig ist. Und deswegen halten wir diesen Vorschlag halt, wie gesagt, für völligen Unfug und werden natürlich alles versuchen, damit halt eben die Meinungsfreiheit nicht untergraben wird durch solche aktionistischen Vorschläge. Und ihr habt den gestern sicher auch gesehen, den Vorschlag von Bundesjustizminister Heiko Maas, der einen neuen Gesetzesvorschlag plant, und zwar, dass Fake News und Hate Speeches bekämpft werden sollen. Wir haben da nochmal hinter die Kulissen geguckt mit der digitalen Gesellschaft. Vielen Dank, Alexander, dass ihr nochmal hier mit Insiderwissen aufgetrumpft seid und uns ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habt. Könnt ihr euch alles auch gerne anschauen auf digitalegesellschaft.de, eure Seite, wo ihr all diese Themen für uns auch mitverfolgt. Und wir hören uns ganz bald wieder hier auf Flux FM. Flux FM in digitaler Gesellschaft.